gerade in der Anfangsphase? Wir wollen immer hinten rausspielen und das gebirgt manchmal Gefahren einfach. Und da kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir wollen immer Fußball spielen, egal wo wir spielen. Und Fehler passieren. Und, aber solche Fehler wie von Dante und Alonso sind schon ungewöhnlich für Bayern. Bitte nochmal. Ja. Solche Fehler von Dante und Alonso, die sind eigentlich schon ungewöhnlich für die Bayern im Aufbauspiel. Ja, aber Fehler gehören zum Fußball dazu und das ist einfach so. Ich glaube, wir hatten eine gute Ausgangssituation mit dem 2-1 dann, dass wir ein Auswärtstor geschossen haben. Das 3-1, das tut uns ein bisschen weh, das muss man ganz klar sagen, aber ist noch alles möglich. Zu Hause ist ein anderes Spiel wieder. Ich glaube, bei Porto sind ein paar wichtige Spieler gesperrt fürs Rückspiel. Ist noch alles möglich. Das 3-1 war ein bisschen unnötig. Inwiefern Glück im Unglück, dass Manuel Neuer nur gelb gesehen hat bei der Elfmetersituation? Also ich habe es in der Halbzeit gesehen und ich glaube, dass er am Ball war. Aha. Das war mein Eindruck, den ich drin gesehen habe. Zum Schiedsrichter sage ich heute nichts. Also wenn Sie meine gelbe Karte gesehen haben, dann war das ein absoluter Witz. Aber im Elfmeter muss man dazu sagen, Manuel Neuer hat ihn schon berührt. Okay, ja. Also ich habe es nur kurz gesehen und von mir aus war er am Ball. Ich glaube nicht, dass es eine klare Torschuss war, weil ich glaube, Dante wäre am Ball gewesen. Das ist mein Eindruck. Wenn Sie mich korrigieren wollen, dann muss ich Ihnen recht geben vielleicht. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Bitteschön. Also 3-1 sicherlich eine schwere Hypothek fürs Rückspiel. Und der Schiedsrichter, ja, bei aller Kritik, die immer möglich ist, der ist sicherlich heute nicht der Schuldige für diese Niederlage. Und jetzt hören wir nochmal Thomas Müller bei Boris Büchler. Thomas, wo sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Ergebnis und Leistung des FC Bayern München heute? Ja gut, das Ergebnis hängt oft mit der Leistung auch zusammen. An sich haben wir es vor allem in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht, aber ja, unser Start war natürlich, das hat ja jeder gesehen, denkbar schlecht. Dann hat Porto ja, sich hinten reingestellt. In der ersten Halbzeit haben wir aber noch besser kombiniert. Gehen dann mit 2-1 in die Halbzeit, was eigentlich okay ist. Das 3-1 tut natürlich dann weh. Diese individuellen Aussetzer in der Abwehr, die waren ja schon ziemlich heftig. Wie erklären Sie sich die? Ja gut, das ist Fußball, ne? Fehler passieren. Und wenn du hinten einen Fehler machst, hat das natürlich andere Auswirkungen als vorne. Aber das ist ja, in gewisser Weise auch ein Risiko, das wir nehmen. Und da gibt es auch keine Beschuldigungen. Ja, wir haben dann eben blöderweise nicht eben das 2-1 gehalten oder das 2-2 gemacht, sondern in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr zu dem Kombinationsspiel gefunden, das uns in der ersten Halbzeit über weite Strecken gut hat aussehen lassen. Welche Hinweise liefert dieses Spiel fürs Rückspiel in München am kommenden Dienstag? Den Hinweis, dass wir auf jeden Fall 2-0 gewinnen müssen, um weiterzukommen. Ja, wir wussten, dass Porto jetzt nicht leicht wird, aber ja, wie gesagt, nach dem Start war das natürlich ein Fußballspiel, das mit 0-2 los angefangen hat. Danke, Thomas Müller. Gerne. Also Hoffnung gibt immerhin der eine erzielte Treffer. Beide Außenverteidiger des FC Porto werden gesperrt sein im Rückspiel. Das wird eine echte Bergprüfung nächsten Dienstag. Vor allem eben unter diesen personellen Umständen. Und dass Lahm, Thiago natürlich noch nicht so weit sind, so ein Spiel zu dominieren auf diesem Niveau. Aber andere eben auch, wie Mario Götze oder, was die Fehler angeht, weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Zeit ist da und es muss korrigiert werden, um das Ding ins Halbfinale zu bringen. 1-3 also aus Bayern-Sicht. Und nur noch mal zu erinnern.